Karl Lauterbach ist ein Hü-Hot-Minister. Am einen Tag sagt er A, am anderen Tag sagt er B und man ist eigentlich nie ganz sicher, ob das, was er heute sagt, morgen noch gilt. Beispiel Maskenpflicht in Zügen. Eigentlich sollte die Maskenpflicht ja bis zum 7. April gelten. Jetzt hat Lauterbach aber gesagt, dass sie am 2. Februar schon nicht mehr gilt. Vor zwei Tagen noch hat er gesagt, nein, ist es, Zitat, viel zu früh darüber nachzudenken, wann man die Maskenpflicht abschafft. Er sagte, die Kliniken seien viel zu voll. Es gäbe einen Engpass beim Personal. Nach zwei Tagen also eine Kehrtwende. Die Killer-Variante. Noch im Herbst hat Karl Lauterbach gesagt, dass eine Killer-Variante auf Deutschland zurollt. Jetzt ließ er verlauten, es sei nicht mehr wahrscheinlich, dass Deutschland einer gefährlichen Variante ausgesetzt ist. Erst A, dann B. Das braucht keiner. Und unsere europäischen Nachbarn haben zu uns geschaut und gesagt, was machen die Deutschen da? Vielleicht sollten wir uns langsam nicht nur von der Maske verabschieden, sondern auch von unserem Gesundheitsminister.